body says we're too young. Our love is not going on. They say you better go away, 'cause this love is made of soul and pain. Love is enough. Love is enough. I know that love is enough. Love is enough. We can make it through stormy weather. As long as we stay together. Yeah, love is enough. Schau mal, was ich hier habe. Das gibt's doch nicht. Ein 93er Sound Emilion? Ja. Hat der Simoni eine Gehaltserhöhung versprochen? Meinst du, dass mir das leisten kann? Als ob's der andere nicht auch getan hätte. Der war gar nicht so schlecht. Man kann's auch übertreiben. Aber Leute, das ist ein ganz besonders feiner Tropfen. Auf die Geschmacksnuancen kommt's an. Mhm. Genau. Brauchst du nur mal dran zu riechen. Ja. Charlotte, auch wenn es dein Geburtstag ist, ich habe riechen gesagt. Na, davon habe ich nichts. Hm. Der ist wirklich gar nicht so schlecht, den könnte ich auch zum Kochen benutzen. Huhn in Rotwein, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Gottes Willen, bist du völlig übergeschnappt? Roland, hilf mir. Gieß mal noch einen ein. Nix. Das wird der krönende Abschluss des Abends und dafür hole ich jetzt neue Gläser. Ich habe eine viel, viel bessere Idee. Sag mal, ihr habt doch bestimmt Appetit alle auf einen kleinen leckeren Kaffee? Oh ja. Ja. Letztes Jahr habe ich einen französischen Kochkurs besucht. Leider alles vergessen, bis auf eins. Und das ist jetzt der absolute Knüller. Kaffee Brülo. So, und jetzt der Clou, extra Prozente, blub, blub, blub. So, wollt ihr was sehen? Na klar, hau rein. Ja. Naja, das möchte ich auch von euch hören. Ich glaube, es kann noch ein bisschen stärker sein. Aber jetzt, entschuldige Charlotte, jetzt das Wichtigste, Kaffee Brülo. Aber das ist jetzt so. Oh. Roland, bitte nicht anzünden. Pia, ich bin der absolute Fachmann im Flambieren. Also, na, na, na. Na, na. Na. Was Flambieren angeht, bin ich der absolute Fachmann. Ich habe mich entschuldigt, ich bin fahrlässig und verantwortungslos. Betrunken bist du. Ja, betrunken bin ich auch und ein Blödmann. Bist du nur langsam mal zufrieden? Was wäre denn gewesen, wenn jemand zu Schaden gekommen wäre? Es ist aber niemand zu Schaden gekommen, außer mir. Da rein ist Glück. Du, seit einer geschlagenen Stunde muss ich mir das jetzt hier anhören. Deine Selbstgefälligkeit ist derart zum Kotzen. Du ziehst dir für 5 Sekunden das Büßerhemd an und glaubst, dass man dir die Absolution erteilen muss. Du musst immer und ewig auf allem rumkauen. So habe ich langsam satt. Was soll ich machen? Soll ich dir vor dir auf den Knien kriechen oder soll ich mein Gehalt einer wohltätigen Organisation spenden? Gott, bist du selbstverliebt? Du bist so... Ja, was also, also derart... Na ja, was? Widerlich bist du. Na, endlich sagst du mir mal deine Meinung. Was glaubst du eigentlich, was du bist? Ein Halbgott oder ein Denkmal? Keifen macht Falten. Guck dich mal im Spiegel an! Morgen! Guten Morgen. Morgen. Da ist er ja, der wilde Flammenwerfer. Gibt es noch irgendjemand in der Klinik, dem du es nicht erzählt hast? Dankeschön! Herr Doktor, ich komme gleich. Bitte warten Sie doch einen Moment. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich will aber jetzt mit Ihnen sprechen, sonst dauert es ewig. Das kenne ich doch. Ich bin in 2 Minuten bei Ihnen, in Ordnung? Wer es glaubt, wird selig.
Na los, dann fahren Sie doch hin zu Ihrem wichtigen Termin. Halten Sie endlich Ihre Klappe. Also, so können Sie nicht mit mir reden. Hallo Flavio. Hallo. Sag mal, was war denn gestern auf eurer Feier los? Was soll denn da los gewesen sein? Ich habe mitbekommen, wie die Ärzte unseren Dr. Heilmann auf die Schippe genommen haben. Mein zukünftiger Schwiegervater war als Brandstifter unterwegs. Was? Ja, warte doch mal. Erzähl schon. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Na also gut. Nach dem Essen hat Roland mit hochprozentigem Alkohol hantiert. Und plötzlich gab's eine mächtige, große, schwarze Wolke. Nein, im Ernst. Na, vielleicht war sie nur so groß, aber trotzdem. Ja, aber so komisch finde ich das gar nicht. Da hätte doch sonst was passieren können. Wie haben denn die anderen reagiert? Ja, zuerst war absolute Funkstille. Und dann haben alle angefangen zu lachen. Sie haben gelacht? Ja, Rolands Gesicht war total schwarz. Du hast nur noch seine Augen gesehen. Das war so witzig. Der arme Dr. Heilmann, wo doch sonst immer so korrekt ist. Ja, hinter der auch so biederen Fassade verbirgt sich ein feuriger Kill. Madi. Weißt du, in letzter Zeit, da ist so Sand im Getriebe zwischen Pia und mir. Nicht erst seit gestern. Irgendwie fehlt da das Feuer? Entschuldige. Das ist nicht lustig. Ja. Aber in so einer langen Ehe, also stelle ich mir so vor, da gibt es doch immer Phasen, auf, runter, rauf. Ja, ja, schon. Ja, und mit einem wie dir ist es ja auch nicht ganz einfach. Ich bin ja wirklich einer der umgänglichsten Menschen, die man sich überhaupt auf dieser Erde vorstellen kann. Und wovon träumst du nachts so? Du bist ein dickschädiger Sturkopf mit fatalem Hang zur Besserwisserei. Das sage ich dir jetzt mal in aller Freundschaft. Meine Feinde, was sagen die über mich? Roland, mit einem wie dir sind Reibereien vorprogrammiert. Gelegentliche Reibereien. Und Pia ist nicht besser, da nehmt ihr euch nicht viel. Und deswegen passt ihr auch so gut zusammen. Was soll denn jetzt dieses Geschwafel? Vielleicht solltest du dich ein bisschen abreagieren. Bewegung täte ganz gut. Na, vielleicht könnte ich mal wieder angeln. Ich hatte abreagieren gesagt. Nicht dösig aufs Wasser starren und warten, bis ein stinkender Fisch an der Angel hängt. Nee, für mich ist ja Angeln entspannend. Ah ja. Herr Professor, Dr. Heilmann ist da. Nehmen Sie Platz. Danke, Barbara. Gerne. Heilmann, es hat sich jemand über Sie beschwert. Aber aus welchem Grund? Ein Patient namens Löwitsch. Er behauptet, Sie hätten zu ihm gesagt, halten Sie Ihre Klappe. Das stimmt. Das stimmt. Wie ist es dazu gekommen? Ich provoziert, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber ich hätte mich beherrschen müssen. Naja, ich will daraus keine Staatsaffäre machen. Ich weiß ja, wie das ist, wenn man sich im Stress befindet, aber wir wollen doch in Zukunft solche Entgleisungen dem Patienten gegenüber vermeiden. Ja? Selbstverständlich. Heilmann, ich weiß, dass Sie im Moment sehr überarbeitet sind, aber wissen Sie, was ich an Ihnen vermisse? Ihre legendär gute Laune. Also eigentlich ist ja alles ganz normal. Es gibt schließlich mal gute Tage und dann gibt es auch mal schlechte Tage und dann brennt meine Wohnzimmer mal ein Feuerwerk ab. Sie haben doch in einer halben Stunde Dienstschluss. Ja, meinen Dienstplan kennen Sie auch noch. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass meine leitenden Oberärzte Probleme haben, interessiere ich mich auch für deren Dienstpläne. Ich kann Ihnen das gerne erklären. Ja, das müssen Sie gar nicht. Vielleicht würde Ihnen ein bisschen Bewegung gut tun. Komisch. Das hat mir vorhin auch schon einer geraten. Und? Na, ich habe so gedacht, so an Angeln. Wissen Sie, wenn mir mal der Stress über den Kopf wächst, dann gehe ich in ein Fitnesscenter und arbeite mich mal richtig aus. Na, das ist doch überhaupt die Idee. Warum bin ich denn da nicht selber drauf gekommen? Schönen Dank. Ja, bitte, bitte. Angeln.
Hey Kumpel, ich will das Gewicht reduzieren, vielleicht klappt es ja dann. Ich würde mal dein Gewicht reduzieren, vor allem am Oberarm. Das ist ja gut für den Rücken. Ich bin ja nicht so häufig hier wie Sie. Also das sieht man gleich. Ehrlich gesagt, ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das hier alles funktioniert. Ich fühle mich ja wirklich wie so am ersten Schultag. Wissen Sie, was mir da passiert ist? Ich habe mir meine Schultüte auf den Kopf gesetzt, so bis ans Kinn, und dann habe ich sie nicht mehr runtergekriegt. Ich bin eingeschult worden mit einer Schultüte auf dem Kopf. Oh, jetzt haben Sie sich wehgetan. Kleinen Moment, zeigen Sie mal her. Na, ich bin Arzt. Ja. Nein, wirklich. Wollen Sie meine Approbation sehen? Nee. Also, hier, tut's weh. Ja. Und hier auch, ja? Oh, na, da habe ich Ihnen ja den ganzen Abend vor Daumen. Wissen Sie was? Kommen Sie doch morgen zu mir in die Sachsenklinik und dann schaue ich Sie mir mal ganz genau an. Ja? Das ist gut. Ja. Dann haben Sie aber heute auch Pech gehabt. Ja, das lässt sich leider nicht leugnen. Tja, darf ich Sie zu einem Drink einladen? Das ist ja das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Hallo? Bringst du die rüber? Ja. Katrin, es ist wirklich total lieb von dir, dass du mich nach Hause gebracht hast. Du warst sowieso lange nicht mehr bei uns. Stimmt. Momentan habe ich das Gefühl, ich komme zu gar nichts mehr. Wem sagst du das? Hast du Stress mit deinem Enkelkind? Eher mit Roland. Ehrlich gesagt, das wundert mich gar nicht. Wieso? Weil ihr euch vom Alltag zu sehr auffressen lasst. Job, Familie und sonst nichts. Findest du? Manchmal kommt es mir so vor, als seid ihr zwei Geschäftsführer, die zusammen eine Firma leiten. Management Heilmann. Das stimmt aber wirklich. Es geht nur noch darum, ob das Geld reicht, ob für die Kinder gesorgt ist oder wer den Müll runterbringt. Das ist nicht gut auf die Dauer. Mensch, früher. Weißt du, da hat Roland mich übers Wochenende öfter irgendwohin entführt. Oder er hat sogar schon an der Türschwelle angefangen, mich auszuziehen. Das ist so unglaublich. Oh Gottchen, und ich habe Mini-Röcke angezogen, nur um ihm zu gefallen. Oder einfach kein BH angezogen. Da ist er mal ganz wild geworden. Das war unglaublich. Ja, und manchmal habe ich was Ausgefallenes gekocht oder ihm einfach nur gesagt, was er für ein toller Typ ist. Aber weißt du, wenn er mit so einem langen Gesicht durch die Gegend rennt, dann ist das nicht so einfach. Pia, ihr zwei kennt euch doch am allerbesten. Ihr wisst, womit ihr euch eine Freude machen könnt. Muss nur einer damit anfangen. Danke. Ist es jetzt schon ein bisschen besser? Nee, wird schlimmer. Sag. Hallo, dann nehmen Sie doch so eine. Da können Sie nachts gut schlafen. Ein Wasser bitte. Was ist denn das überhaupt? Hochwirksam, gut verträglich, nehme ich selber. Danke. Ich bin ja ein richtiger Pechvogel. Wieso denn Sie? Wem tut denn hier die Schulter weh? Naja, ich habe gestern einem Freund fast das Haus in Brand gesteckt. Apfelsaftschorle? Ja. Na, zwei Apfelsaftschorlen. Und heute ruiniere ich Ihre Schulter. Sie haben nur einen Scherz gemacht. Ein Scherz zum falschen Zeitpunkt. Danke. Aber jetzt ist meine Pechsträhne zu Ende. Und wieso? Wer in so schöne Augen gucken darf, der ist ein Glückspilz. Sie sind ein Charmeur. Eigentlich nicht. Aber so Ihre Anwesenheit, die inspiriert mich. Wollen Sie mich verlegen machen? Ja. Wie heißen Sie denn überhaupt? Roland Heilmann. Und Sie? Christina. Und kein Nachname? Buchmann. Buchmann und Heilmann. Hallo? Hallo. Sag mal, hattest du Besuch? Ja.
Und wer war es? Katrin war es. Die hat mich mit dem Auto hergefahren, dann haben wir noch einen Kaffee getrunken. Mhm. Und wie war es im Fitnessstudio? Da war es schön. Am Anfang fällt es einem noch ein bisschen schwer, aber das wird schon. Siehst auch ganz schön gut aus. Scheint dir zu bekommen. Ich habe auch einen riesen Hunger. Hast du was zu essen? In erster Linie habe ich keinen BH drunter. Und? Und ich finde, du solltest das ganz unverzüglich mal nachprüfen. Das finde ich schon einen interessanten Gedanken, aber ich bin einfach sehr müde. Na gut, also so müde bin ich mir doch nicht. Ach, guten Morgen, Herr Dr. Heilmann. Morgen. Na, müssen wir jetzt in Deckung gehen? Wieso? Ja, könnte ja sein, dass Sie Ihr Hörnchen flambieren wollen. Ach, das ist eine tolle Idee. Feuerzeuge habe ich dabei. Holst du mal deinen Flachmann raus? Was für ein Flachmann? Da muss ich bei dem OP immer ein bisschen Mut antrinken. Ach was. Das ist so laut. Ich sag's nicht weiter. Wenn sich das rumspricht. Dr. Heilmann? Mhm. Da ist eine Dame in der Notaufnahme, die möchte unbedingt von Ihnen behandelt werden. Christina Buchmann. Ach so. Na, ich mache jetzt erstmal hier mein zweites Frühstück. Die Dame soll ein paar Minuten warten. Alles klar. Wer ist denn das? Da hat sie verletzt. Ach. Im Fitnesscenter. Ich habe sie mir mal angesehen. Da müssen Sie aber sehr vertrauenswürdig aufgetreten sein. Und jetzt ist die arme Frau total verrückt nach dir. Christina Buchmann. Sieht sie sowas, wie sie heißt? Ärztliche Schweigepflicht. Vielleicht sollte ich besser mitkommen, sonst reißt Christina Buchmann mir noch die Kleider vom Leib. Also das finde ich jetzt sehr unterhalb der Gürtellinie, Herr Doktor. Lassen Sie mal, wenn Sie nicht da wären, dann würde ja noch ganz andere Dörfer sagen. Ja, nach dieser Tabletten ging es besser, aber heute Nacht war es... Na, dann legen Sie mal ab oben. Wir machen eine Ultraschalluntersuchung. Kann ich helfen? Ja. Ganz vorsichtig. Ja. Danke. Nehmen Sie Platz. Und den Arm bitte mal nach hinten legen. So, und jetzt wird's kalt. Ja. Ja, mal schauen. Ah ja. Hm. Haben Sie was gefunden? Leider. Schlimm? Es geht. Schauen Sie mal. Sie haben eine partielle Supraspinatus-Venenruptur. Und was heißt das? Das ist eine angerissene Kapsel in der Schulter. Hier, lassen Sie, ich mach das schon. Im Grunde haben Sie Glück gehabt. Wir brauchen nicht zu gipsen, nicht zu operieren. Wir brauchen Sie einfach nur zu schonen. Bin ich ja noch mal davon gekommen. Aber keinen Sport, keine ruckartigen Bewegungen, regelmäßige Krankengymnastik, dann ist das in ein paar Wochen vergessen. Krankengymnastik? Kann ich das auch hier im Haus machen? Selbstverständlich. Und wie oft? Je öfter, desto besser. Umso schneller heilst du. Können Sie wieder anziehen? Mhm. Haben Sie noch eine Stunde Zeit? Ja. Wir könnten Ihnen einen Termin machen bei unserer Physiotherapeutin. Mhm. Ja, richtig. Entschuldigung. Hast du schon die neueste Ausgabe vom Ärzteblatt gelesen? Ja, nee, habe ich noch nicht gelesen. Nicht, dann nichts für ungut. Seit wann liest du das Ärzteblatt? Diesen Monat soll was Interessantes drinstehen. Aha, und zwar? Weiß doch, für schöne Frauen habe ich einen Riecher. Aber dass sie so schön sein würde, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, sie hat schon was. Ja, so einer kannst du mir doch nicht vorenthalten. Ist unkameradschaftlich. Aber wenn du sie mir beweisen willst, wird sie bestimmt gut behandeln. Die Patientin will nur von mir betreut werden. Dann kannte sie ja mich noch nicht. Außerdem habe ich dir gegenüber einen unschätzbaren Vorteil. Und der wäre? Ich bin noch zu haben. Da hat sie einen Freund, ist sie verheiratet, irgendwas mitgekriegt? Ich pflege meine Patienten nicht auszuhorchen. Wer spricht denn von aushorchen? Du
wirst du in der Lage sein, sowas unauffällig rauszukriegen. Da musst du dich schon selbst kümmern. Hallo. Hallo. Wo kommst du her? Von der Bank. Neues Parfüm? Mhm. Hey. Ich bin süchtig. Nicht auf den Hals. Und schon gar nicht aufs Ohr, Mensch. Ich kann für nichts garantieren. Bist du verrückt geworden? Ja, ja, ja. Sag mal, was ist denn, wenn uns jemand beobachtet? Ja, dann gehen wir doch in den Friseursalon. Und meine Kunden? Machen wir die Tür zu. Bist du in irgendein wahnwitziges Magnetfeld geraten, oder was? Ich glaube schon. Mein Liebster, jetzt nicht. Und nicht hier. Heute Abend kannst du mit mir machen, was du willst. Alles. Wie soll ich das bis heute Abend aushalten? Kalt duschen. Hilft garantiert. Ja, hast du gute Laune? Hm? Ist was passiert? Oh, du sagst schon. Mein Beziehungsstress ist Schnee von gestern. So schnell. Also Roland, der war eben, so habe ich den seit Jahren nicht erlebt. Irgendwie ist seine Liebe ganz neu aufgeblüht. Oh, das ist doch toll. Können Sie da nochmal nachschauen? Das wäre ganz lieb. Ja, ich fahre zu lang. Sie sind ja noch da. Nicht Sie. Ich rufe gleich nochmal. Ich komme gerade von der Physiotherapie. Na, hoffentlich haben Sie jeden Tag einen Termin. Also, damit Sie schnell wieder gesund werden, meine ich. So ziemlich. Gut. Mal ganz im Vertrauen. Also wirklich nichts gegen den Kollegen Heilmann, ja, aber seine Methoden, die sind so ein bisschen altmodisch. Und wenn Sie eine Behandlung auf dem allerneuesten Stand wollen, dann sollten Sie zu mir kommen. Sehen Sie? Schon lachen Sie. Gehört nicht zur Therapie. Wissen Sie, für das Altmodische habe ich eine gewisse Schwäche. Ah, tatsächlich? Mhm, finde ich romantisch. Romantisch? Na, ich bin ja altmodisch und fast schon verstaubt. Und außerdem einer der letzten ganz großen Romantiker dieser Erde. Ich glaube, sowas sollte man im Blut haben, wie Ihr Kollege Heimann. Oder viel üben. Tschüss. Tschüss. Wie mein Kollege Heimann. Ist das? Guten Tag. Tag. Kann ich was für Sie tun? Ja, haben Sie eine Nagelfeile für mich? Ich habe mir einen Nagel angerissen. Na klar, das mache ich Ihnen. Oh, Sie machen Maniküre. Nehmen Sie hier Platz? Danke. Zeigen Sie doch mal. Ach, das geht ganz schnell. Und? Sind Sie hier Patientin? Wie man es nimmt, ich bin auf Empfehlung eines Arztes hier. Aha. Er arbeitet hier, Roland Heilmann. Roland Heilmann? Hm. Ich hatte gestern einen Sportunfall an der Schulter. Da war er zufällig in meiner Nähe. Hat sich ganz rührend um mich gekümmert. Dann hat er darauf bestanden, dass ich heute direkt zu ihm in die Ambulanz komme. Kennen Sie ihn? Sehr gut. Ich meine wirklich, es ist ein sehr, sehr guter Arzt. Ja. Sagen Sie, wie gut haben Sie denn den Doktor bereits kennengelernt? Oh Gott, ist ja wirklich sehr indiskret. Er ist ein interessanter Mann. Doch, doch. Ich meine, es klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich finde, er hat eine ziemlich erotische Ausstrahlung, oder? Unbedingt. Weißt du, wen ich gerade ganz zufällig getroffen habe? Das wirst du mir doch gleich sagen. Eine Schöne aus dem Fitnesscenter. Christina? Also Frau Buchmann? Baggerst du die jetzt an? Ich weiß gar nicht, was das ist. Der hat da so eine Andeutung gemacht. Was? Dass ein niveauloser Hänfling wie ich keine Chance gegen dich durchtrainierten Schambolzen hat. Das hat er so gesagt? Ja, oder so ähnlich. Läufst du Gefahr, den Vater Tugend zu verlassen? Ich nicht. Ich nehme an, die spürt, dass ich nicht zu haben bin und das macht mich für sie interessant. Das war ein prickelnder Gedanke. Vielleicht kaufe ich mir einen Ehering. Und dann? Na, dann erziele ich genau diesen Effekt. Welchen Effekt geht's denn? Genau darüber solltest du mal nachdenken. So. Hast du mal einen Augenblick? Ja. Das ist hier das Ärztezimmer. Friseurinnen haben hier keinen Zutritt. Was fällt denn dir zu gestern Abend ein? Das weiß ich jetzt nicht. Worauf willst du hinaus? Sportunfall, Fitnesscenter. Ach, das hätte ich dir noch erzählt. Hast du aber nicht. Seit wann interessierst du dich für meine Krankengeschichten? Sie war gerade eben bei mir im Laden. Sie war was? Und?
Bist du hinter ihr her? Natürlich nicht. Sie aber hinter dir. Woher willst du das wissen? Sie hat's mir gesagt. Ja, sie weiß natürlich nicht, dass wir... Hm? Ja, und also selbst wenn, ich meine, du, ich habe ihr keine schönen Augen gemacht. Du, ich bin ganz sicher, sie würde eine Menge dafür tun, dass sie dich kriegt. Meinst du nicht, du übertreibst jetzt ein bisschen? Roland, die Frau ist zum Anbeißen. Sie sieht wirklich ganz, ganz bezaubernd aus. Du willst mir nicht im Ernst erzählen, dass dich ihre Absichten völlig kalt lassen. Also erstens, wie ihr aussehen, kann ich nichts. Wenn sie mich will, dann kann ich auch nichts dafür. Und drittens, Christina Buchmann, wenn du es genau wissen willst, ist halb so schön wie Pia Heilmann. Neben dir verblasst jede Frau. Vor allem, wenn du dich so schön aufregst. Ich habe die heiligen Hallen verletzt, aber ich bin schon weg. Ach, Pia, bleib doch noch ein bisschen. Na, du Draufgänger. Da sind wir ja wohl gerade noch rechtzeitig gekommen. Beneidenswert, nach so vielen Jahren Ehe noch so viel Feuer. Hauptsache, man verbrennt sich nicht die Finger. Bloß kein Neid. Tschüss. Frau Buchmann. Haben Sie Zeit? Eigentlich nicht. Schade. Ich wollte mit Ihnen Kaffee trinken. Sehr gerne. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Psychotherapeutin. Mhm. Ich habe eine eigene Praxis. Na, davon träume ich ja. Nach dem Abitur habe ich eine Weile überlegt, ob ich nicht auch Psychologie studiere. Na, das ist ja ein hochinteressantes Feld. Bitte? Komisch, fast wäre ich Medizinerin geworden. Und was hat Sie davon abgehalten? Psychologie ist weniger blutig. Und Sie? Medizin kann Leben retten. Kaffee? Milchkaffee. Ein Milchkaffee, ein Kaffee, bitte. Vor Jahren habe ich mal einen Mann therapiert, der glaubte, unheilbar krank zu sein. Er dachte, er hätte nur noch wenige Tage zu leben. Die Ärzte konnten nichts finden. Tatsächlich wurden seine Werte wirklich immer schlechter und er wäre fast gestorben. Dann fing ich mit meiner Therapie an. Und letzte Woche war sein 65. Geburtstag. 1-0 für Sie. Guten Tag. Guten Tag. Dankeschön. Ein Milchkaffee, bitteschön. Ja, ich nehme wirklich Zucker. Früher wollte ich mal Schauspielerin werden. Im Ernst? Ich habe so Laientheater gespielt in der Schule. Ich auch. Ich hätte furchtbar gern mal die Julia gespielt. Na, ihren Romeo kriegt sie nicht und am Ende stirbt sie. Na und? Kriegen Sie denn immer, was Sie wollen? Und Sie? Meistens. Entschuldigung. Die tragischen Geschichten sind sowieso immer die schönsten. Warum sind Sie denn nicht Schauspielerin geworden? Ich denke, ich wollte mein Leben nicht damit verbringen, die Geschichten erfundener Personen zu durchleben, sondern meine eigene. So, darf ich Sie nach Hause fahren? Oh, danke, ich nehme das Taxi. War schön, mit Ihnen zu plaudern. Fand ich auch. Wir sehen uns. In der Klinik? Ja. Tschüss. Tschüss. Ich bin unheimlich müde. Du auch? Nee, eigentlich nicht. Entschuldige. Mach doch nichts. Sag mal, es schmeichelt dir schon ganz schön, dass du der Frau so gut gefällst, ne? Klar, ich habe auch kein Problem, das zuzugeben. Ist so eigentlich ganz normal. Wenn dir ein Mann Komplimente macht,
freust du dich doch auch, oder? Also wenn du nicht gerade Glöckner und Notre Dame. Ja, stimmt. Na, ich bin ja auch der Letzte, der dagegen wäre, wenn dir mal ein Mann gefällt. Ich gucke ja den Frauen auch gerne hinterher. Manchmal. Und eigentlich ist es doch so. Wenn mir die anderen Frauen nicht mehr gefallen würden, dann würdest du mir auch nicht mehr gefallen. Verstehst du, was ich meine? Nee. Naja, ich meine, über den Verstand lässt sich ja sowieso das meiste leicht begreifen, aber wenn die Eifersucht so in einem hochsteigt, dann, naja, da schaltet er sich eben leider manchmal aus, der Verstand. Aber andererseits, wenn ich nicht mehr eifersüchtig wäre, würde das ja heißen, dass ich dich nicht mehr liebe. Also kannst du dir von Zeit zu Zeit ruhig ein bisschen Eifersucht gefallen lassen. Da bitte ich drum. Ich bin jetzt doch irgendwie ganz müde. Trägst mich hoch. Frau Buchmann, die hat jetzt hier ihre KG? Nee, die kommt nicht mehr. Sie hat angerufen, ihr ist der Weg zu weit. Und die Behandlung? Sie geht jetzt zu einer Physiotherapiepraxis in ihrer Nähe. Da braucht sie nicht so weit zu fahren. Und wo ist denn das? Keine Ahnung. Also, danke. Na? Es gibt 20 Buchmanns in Leipzig, aber keine Christina. Vielleicht wohnt sie ja außerhalb. Versteht er doch nicht. Wieso bricht sie die Behandlung ab? Da stellst du jetzt doch nach? Ich finde es nicht gut, dass ich ihren Heilungsprozess nicht weiter begleiten darf. Bla, bla, bla. Willst du mich verarschen? Die Frau sieht aus wie Gottes großzügigstes Geschenk an die Männerwelt seit Karin Bäumer. Ja? Kennst du nicht meine erste Freundin? Also ich gebe zu, es ist ein großes Vergnügen für mich, sie anzusehen, und ich kann mich ausgezeichnet mit ihr unterhalten. Unterhalten, ja. Wem willst du da nicht was vormachen? Ja, Alter, ich verstehe doch, dass die Frau dir gefällt. Ob du nur verheiratet bist oder nicht? Na, ich bin ja nur wirklich der Allerletzte, der dir deswegen irgendwelche Vorhaltungen machen würde. Von mir aus glaub, was du möchtest. Du weißt ganz genau, ich mag Pia sehr, und der Gedanke, dass ihr andererseits... Was? Andererseits verstehe ich überhaupt nicht, wie man so lange verheiratet sein kann und sich dabei auch noch treu bleibt. Ja, und das, genau das kannst du auch nicht verstehen. Wie sich die Sache auch immer entwickelt, von mir erfährt keiner was. Also gut, dann gehen wir jetzt mal runter. Und dann? Spaziergang im Park unter Männern, oder? Kleine Entschädigung für das missglückte Flammenwerferunternehmen in deiner Wohnung. Ich habe deinen Weinhändler ausprobiert. Toller Laden. Komm, zum Kofferraum. Aha. Dann fahre ich das Zeug noch tagelang mit mir durch die Gegend. Augen zu. Aha. Überraschung. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht lädst du mich ja doch noch mal zu dir ein. Hm? Mal sehen. Mensch. Bist du da eingeladen? Das hat sich ja richtig was kosten lassen. Mhm. Aber. Wenn schon... Denn schon! Danke! Kein Stein und Bollwerk kann der Liebe wehren, und Liebe wagt, was irgend Liebe kann, Christina. Na, wieder ein Strafzettel gefangen? Ja! Der ist ja wie vom Blitz gerührt, so teuer kann es doch gar nicht sein, nur komm. Oder? Bist du so lieb, schaust du das mal an? Ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall die... Du hörst mir überhaupt nicht zu. Guck dir das mal an. Ja. Das ist doch, Shakespeare. Romeo und Julia, ne? Das war der Strafzettel.
hat sie mir unter den Scheibenwischer geklemmt. Aber warum bricht sie die Behandlung erst ab und hinterlässt mir dann so eine Nachricht? Kannst du mir das bitte mal erklären? Weißt du, dass du verheiratet bist? Nein. Sicher? Ja, davon gehe ich aus. Das ist nur so ein Gefühl, aber wenn sie die Behandlung abbricht, dann will sie dich nicht mehr sehen. Das ist ja logisch. Und das, obwohl sie dich liebt. Das heißt, das ist ein Abschiedsgruß und sie ist über alle Berge. Warum? Das wäre doch kindisch. Oder meinst du wirklich? Ich meine überhaupt nichts. Es ist nur so, verliebte Frauen reagieren eben irrational. Ja, aber zwischen uns ist doch überhaupt nichts gewesen. Roland, entscheidend ist doch, was hier oben drin passiert ist, hm? Genau das will ich wissen. Und genau das solltest du lieber sein lassen. Ich werde sie finden. Hilfst du mir? Ich habe eine Idee. Sind das wirklich alle? Alle in Leipzig niedergelassenen Psychotherapeuten. Keine Christina Buchmann. Verdammt. Wir wissen. Christina Schroth. Dr. Christina Schroth. Wo ist denn die Praxis? Prima Wesestraße 4. Das ist ja mitten im Zentrum. Ja. Christina Schroth, Praxis für Psychotherapie. Guten Tag. Sie erreichen mich unter dieser Nummer von Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr. Bitte hinterlassen Sie Namen. Das war sie, klarer Fall. Gut, Christina. Und jetzt privat? Keine Christina Schroth? Nix. Ich bin mal kurz weg. Wo willst du hin? In die Praxis. Wieso, da ist sie doch nicht. Ist egal, Anhaltspunkt. Wo war die nochmal? Prima, prima. Wesestraße. Junge, Junge, dich hat sie erwischt. Was machen Sie denn hier? Hallo Steckweimann? Tut mir leid, keine Ahnung. Was ist denn das für eine Schlamperei? In 5 Minuten beginnt die OP, Heimann steht auf dem Plan und er ist nicht da. Das ist kein Problem, Herr Professor, ich übernehme das. Ich erwarte eine Erklärung von Ihnen. Er wollte noch einen Hausbesuch bei einer seiner Patientinnen machen und jetzt steckt er wahrscheinlich im Berufsverkehr. Jetzt steckt er wahrscheinlich im Berufsverkehr. Das ist eine sehr befriedigende Erklärung. Ah, Frau Charlotte haben einen Verehrer. Hm, wie kommen Sie denn darauf? Ja, von wem sonst sind die Blumen? Es gibt noch andere Gründe, einer Frau Blumen zu schenken. Da bin ich aber gespannt. Ja, zum Beispiel als Wiedergutmachung. Das heißt ja, Ihnen ist Unrecht widerfahren. Ach, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Die Blumen sind von Roland Heilmann für den angerichteten Schaden. Ach so. Herr Steinbach. Wo brennt's? Habe ich mich eigentlich schon bei Ihnen bedankt? Ich meine, weil Sie mir so schön geholfen haben bei der Spurenbeseitigung nach dem Brandanschlag Ihres Schwiegersohns. Das ist doch gar nicht der Rede wert. War ja auch gar nicht so schlimm. Nein, nur unser Haus wäre fast abgebrannt, von wegen gar nicht so schlimm. Ja, jetzt übertreiben Sie aber. Lassen wir das. Kommen Sie, trinken Sie eine schöne Tasse Kaffee. Möchten Sie ein Stückchen Kuchen oder lieber ein kräftiges Käsebrot? Nein, danke. Sie sind ja heute besonders fürsorglich, Frau Schulte. Na ja, stärken Sie sich ruhig. Ich habe da nämlich auch noch eine kleine Bitte. Ach, dachte ich mir so. Ich wusste, dass da was dahinter steckt. Könnten Sie für mich ein paar Einkäufe machen? Es muss nicht gleich sein, aber heute wäre schon schön. Ich habe Ihnen alles aufgeschrieben. Habe ich eine andere Wahl? Nein. Heimann? Ja, wo steckst denn du? Achim, das mit der Praxis, das war ein Flop. Alles zu, ich habe nichts rausgekriegt. Ja, hier hat sie sich auch nicht gemeldet. Bei der neuen Krankengymnastin war ich auch. Mit der hat sie sich noch nicht mal in Verbindung gesetzt. Also, das ist Fehlanzeige. Roland, lass dich vorläufig nicht bei Simone blicken. Der ist ziemlich angefressen. Warte, bis die Wut verraucht ist, ja? Gut, danke. Bis dann, tschüss. Pia! Christina! Wo kommst denn du her? Ich wollte dich nicht wiedersehen. Deswegen diese etwas theatralische Karte. Ich hab einen Hang zum Pathos. Und es ging einfach nicht. Ja, Gott sei Dank ging's nicht. Du, ich hab dich
dich überall gesucht, aber hab dich nicht gefunden. Und wieso? Wieso der falsche Name? Das ist mein Mädchenname. Ich bin geschieden. Und was machen wir jetzt? Ist mir egal. Wenn ich dich jetzt küsse, dann verliere ich den Verstand. Steinern Bollwerk kann der Liebe wehren und Liebe wagt. Irgend Liebe kann. Du bist wunderschön. Was macht das tägliche Training? Seit 2 Jahren renne ich in dieses Fitnessstudio und warte, dass du zur Tür reinkommst. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Du hast mir auch nicht gesagt, in welchem Studio du auf mich wartest. Ich hab's ja alle abgeklappert. Zum Glück hast du keine Schultüte auf dem Kopf. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sowas wie du ist mir überhaupt noch nicht begegnet. Also hier geht das jetzt nicht, dass wir kommen die ganzen Leute. Komm.